Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Rätselraten, der kleine Gaming-Wolf. Ja, ich wollte heute mal wieder ein bisschen reacten und hab mir da schön was rausgesucht von dem guten Paluten, also von Team Paluten. Der hat nämlich auf 11 Überlebensrätsel, um am Leben zu bleiben, reagiert und das möchte ich mir jetzt mit euch angucken und dann möchte ich mal gucken, ob ich besser bin als Paluten. Oder Paluten sogar genauso gut ist wie ich. Oder ob er vielleicht sogar besser ist. Aber das würde ich sagen, finden wir gleich raus. Wenn euch solche Art von Videos gefallen, lasst diesen mir schon mal eine positive Bewertung da. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne noch den Kanal abonnieren. Glocke aktivieren, denn hier kommen jeden Tag neue Videos. Und dann wollen wir jetzt aber auch mal anfangen. Wir starten mal rüber auf das andere Fenster. Irgendwie scheint hier schon wieder falsche Fenster drinne zu sein. Zack. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Fenster. Und wir lassen dem Video schon mal wieder ein Like da. Machen den Spaß groß. Und gehen auf Play. Bleiben. Ups, egal, aus. Was passiert. Leute, wir gucken einfach, ja, ob aus mir nicht doch noch ein Fritz Meinecke wird. Leute, das Video ist von der Sonnenseite, schaut gerne vorbei und go! Aha, go! Hey, komm, let's go, go, ich bin go! Ein Survival-Experte. Die Szene ist folgende. Du bist mit ein paar Freunden wandern, als du den Anschluss zur Gruppe verlierst und dich verirrst. Ja. Hast du das Zeug, alleine zu überleben? Löse das Rätsel, zähle deine Punkte und schau dir dein Ergebnis an. Okay. 1. Du bahnst dir einen Weg durch das Dickicht im Wald und stößt auf zwei Bärenjungen. Oh, wie süß. Du erinnerst dich an das Müsli in deiner Tasche. Was tust du? Du gibst es den Bären und spielst mit ihnen. Nee, das klingt du ganz dumm. Du bleibst ruhig. Und langsam, ja, das aber sofort, vernünftig. Schleichst du dich davon. Ruhig wegschleichen? Nee. Nein. Ich renne so schnell, wie ich kann, weg. Das, entscheidend ist schnell. Ich du bin hast euer, nur sieben ja, also, ich bin euer Scout. Also, ja, genau. Die streicheln und so ganz schlechte... Ich weiß nicht, was Paluten jetzt sagen will, aber ich sag's euch, wir nehmen das Mittlere langsam und vorsichtig zurückgehen. Alles andere wäre kompletter Humbug. Wenn die jetzt sagen, irgendwas anderes wäre richtig, nee. Idee, die Mutter ist in der Nähe. Weglaufen auch ganz schwer, weil Bären sind schneller als Menschen. Dementsprechend ganz langsam, nicht die Mutter oder so alarmieren, langsam weg. Boom. Nur meine Wahl zu treffen. Nee, ach so. Jetzt haben wir noch Zeit. Auf jeden Fall. Genau, würde ich auch sagen. Aber langsam und ruhig. Wenn diese Jungtiere deinen Weg gekreuzt haben, ist Mama Bär vermutlich nicht weit. Wenn du rennst, wirst du wahrscheinlich ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen und sie wird versuchen, ihre Babys zu beschützen. Okay, wir leben selbst wenn du keine schlechte Absichten hattest. Ja, und Bären sind schneller. Du lässt als die Jungtiere leise zurück, aber dann hörst du es hinter dir knistern. Oh. Du drehst dich um und. Da steht Mama Bär auf ihren Hinterbeinen. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Nee. Aber mal sehen, was ist jetzt die Aufgabenstellung? Das soll ich vielleicht erstmal zu Ende gucken. Brüll mit all ihrer Grizzly-Kraft an. Dein nächster Schritt? Ja, brüll ich mit Wolfskraft zurück. Ich kann diesem riesigen, ungeschickten Tier entkommen. Nee, natürlich nicht. Nein. Ich klettere auf den nächsten Baum und warte, bis der da verschwunden ist. Ich kann auch gut klettern. Ja. Ich lege mich in Embryostellung auf den Boden. Das ist die richtige Antwort. Und bewege mich nicht. Ich würde, ich mache die Embryostellung. Genau. Ich mache die Embryostellung und hoffe einfach, dass Mama Bär korrekt ist. Und vielleicht ist sie Paluten-Fan. Lege dich hin, rolle dich zusammen, um dich zu schützen und bewege dich nicht, wenn es ein Grizzlybär ist. Ja. Bestenfalls merkt der Bär, dass er nichts zu befürchten hat und geht einfach weg. Stehe aber nicht sofort auf. Genau. Der Bär kann dich lange beobachten, um sicherzustellen, dass du nicht am Leben bist. Stalker. Nur dann kannst du aufstehen und deine Hose wechseln. 3. Ja, das super. Freut dich vielleicht auch. Okay. Du gehst tiefer in den Wald hinein. Ja. Es wird heiß und du bist durstig. Oh. Vor dir siehst du 3 Wasserquellen. Ranken und Pflanzen. Einen kleinen Stirnsee. Einen Bach. Woraus wirst du trinken? Also, sind vielleicht die Ranken, dass du da so das Wasser... Aber ich würde den Bach. Im ersten Moment würde ich den Bach nehmen. Ja, ich auch. Niemals stilles Gewässer? Nee, da sind Bakterien drin. Muss man beim Extrahieren von Wasser aus Weinreben und Pflanzen vorsichtig sein. Genau. Viele können dich krank machen. Hast du gut erkannt. Stehendes Gewässer ist auch ein No-Go, da es verunreinigt sein kann. Ja. Deine sicherste Quelle ist der Bach. Kann aber auch problematisch sein. Es wird dunkel und kalt. Zeit, ein Feuer zu machen.
Du hast trockene Zweige, Gestrüpp und Birkenrinde gesammelt. Was tust du als nächstes, okay, um ein Feuer zu machen? Ich lege alles auf einen Haufen, nee, schütte etwas Benzin und zünde es an. Ich warme mit den Zweigen ein Dreieck, die richtige Antwort. Lege die Birkenrinde in die Mitte und also ich bin mir sicher, das ist die richtige Antwort. Auch das schon. Ich zünde einfach einen Busch in der Nähe an. Ich würde das ja, in der Mitte machen. Das ist in der Mitte ganz klar. Woher habe ich denn plötzlich Benzin? Man nee, das ist ja auch, dieses, man ja, so ist doch auch die falsche Antwort, Paluten. Ne? Bleib mal ganz ruhig. Mache niemals ein Lagerfeuer mit Benzin. Nee. Das Gas brennt zu schnell und außerdem, die Brände sind schädlich für dich. Woher soll ich Benzin haben, hat Paluten schon richtig gesagt. An. Sie sind wahrscheinlich zu nass, um Feuer zu fangen. Und außerdem kann das Feuer außer Kontrolle geraten. Ja, das war nutze die Dreiecksmethode für ein sicheres, langanhaltendes Feuer. 5. Du hast dein Feuer. Jetzt geht's zum Abendessen. Nach einer 15-minütigen Suche hast du etwas gefunden. Allerdings sind nicht alle Lebensmittel bedenkenlos essbar. Okay. Was wählst du für dein Abendessen? Lila und rote reife Beeren. Sie sehen köstlich aus. Pinienrinde. Nicht ganz so lecker. Ja. Weiße Pilze. Pinienrinde. Also ich würde die Pinien, ja genau wie Paluten. Also zumindest. Ich würde die Rinde fressen, sofern das geht. Ich bin kein Experte, was Pilze angeht und auch nicht bei Beeren. Schwierig. Und wenn man kein Experte ist, die Rinde. Ja. Wenn man kein Experte ist, genau. Pilze essen, wenn du nicht genau weißt, um welche Sorte es sich handelt. Ja. Also wenn man sich sehr, 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 sehr gut damit auskennt und weiß, was man da sammelt, kann man auch gerne die anderen Sachen nehmen. Aber wenn man so ein Botanik-Depp ist wie dieser Wolf hier und wahrscheinlich auch Paluten da oben, so wie ich seine Reaktion gesehen habe, würde ich sagen, lass die Finger davon. So, wollen wir mal weitermachen. Die beste Wahl ist hier die Pinienrinde. Ist zwar nicht sehr lecker, aber... Über dem Feuer zu kochen. Ja, okay. 6. Es ist stockdunkel und du könntest wirklich etwas Schlaf gebrauchen. Okay. Aus dem Nichts hörst du jemanden deinen Namen rufen. Du bist so verdutzt, dass du deinen Platz blitzschnell verlässt. Vor dir sind 3 Wege. Der erste führt über heiße Kohlen. Der zweite führt über rostige Nägel. Okay. Auf dem dritten liegen Glasscherben. Also jetzt ganz ehrlich, dieses Rätsel ist jetzt wieder der normales, herkömmliches Schwachsinnsrätsel. Und es macht auch keinen Sinn, ich habe ja Schuhe an. Das heißt, ich könnte über das Glas könnte ich rüberlaufen. Keine Probleme. Ich könnte auch über die Glut rüberlaufen. Wenn ich schnell genug laufe, dann schmilzen mir meine Sohlen nicht weg. Einige Sohlen sind auch feuerresistent, gehen sowieso nicht so schnell ein. Also wenn ich Wanderschuhe anhabe, sollten die das eigentlich aushalten können. Also da könnte ich beide Wege nehmen. Den mit den Nägeln, ja doch, den müsste ich eigentlich, wenn ich vernünftige Wanderschuhe habe, da ich ja in der Wildnis unterwegs bin, sollte ich das eigentlich haben, wenn ich auf Wandertour gehe, sollte ich auch hinkriegen können. Wenn man jetzt allerdings nicht so stabile Schuhe hat, also so stabiles Sohlenwerk, dann können sich Nägel sehr leicht auch mal durch die Sohle durchbohren. Das schafft eine Glasscherbe nicht so leicht. Also die bricht eher... Und knackt eher unter der Last der Sohle und deines Gewichts weg als ein Nagel. Und dass ein Nagel gut durch Schuhsohlen kommt, davon kann ich euch ein Lied singen. Das ist mir nämlich tatsächlich mal passiert. Das war allerdings kein Nagel, das war ein abgebrochener Zaunpfahl aus Metall, der richtig schön spitz war und im hohen Gras versteckt war. Den habe ich im Fuß stecken gehabt. Autschi, autschi, kann ich euch sagen. Ist kein schönes Gefühl. Aber es ist schön, wenn der Schmerz wieder nachlässt. Aber wir gehen mal weiter. Wir verlassen hier den Weg der Realität. Ja, aber ganz gewaltig. Ich würde über die Glasscherben laufen. Punkte sammeln. Weil Brandwunden, Brandwunden? Ich habe ja Schuhe. Ich könnte die Schritte wahrscheinlich machen darüber, ohne dass das... Ich glaube, ich würde über die... ich habe ja auch Schuhe. Ich weiß es nicht. Das macht alles keinen Sinn. Ich würde aber wahrscheinlich... Über die Nägel nicht wirklich. Ach, ich weiß nie, Glasscherben. Gehe über die heißen Kohlen. Was? Deine Füße werden sie nicht allzu lang berühren, wenn du rennst. Ja, hä? Aber die Nägel jucken mich doch auch nicht, wenn ich Schuhe... Doch, die Nägel ja. Also, wenn du vernünftige Schuhwerk hast, hast du natürlich recht. Und ich meine, sind wir mal ehrlich. Paluten denkt wie ein richtiger Wanderer. Der ist ständig oben in den Bergen unterwegs und ich wette, der hat auch vernünftiges Schuhwerk. Da passiert ihm auch mit seinen Schuhen nicht so viel. Da kommen auch die Nägel nicht so leicht durch. Also da dürfte er auch locker über Nägel gehen können, ohne sich einen Nagel durchhauen zu können. Und beim Glas genauso. Also man, wie schon gesagt, man könnte über alles rüberlaufen, wenn man nicht gerade mit irgendwelchen... Aber genau, also ich würde sagen... Genau so wenig wie die Glasscherben.
Sie, ja, Paluten, ich würde sagen, wir geben uns beide einen Punkt vor einer verlassenen Burg. Ja, es ist jetzt eine ausgewachsene Fantasie. Du rennst hinein. Ja. Es gibt keinen Strom, aber du kannst trotzdem drei Räume vor dir sehen. Im ersten Raum kriechen giftige Schlangen und Spinnen. Im zweiten Raum erwartet dich eine Grube mit scharfen Speeren am Boden. Im dritten Raum hängen überall offene Drähte. Nur eine Tür. Es ist der dritte Raum. Welche wählst du also? Es gibt doch gar keinen Strom. Du hast 7 Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden. Ich spring über die Speere. Nein. Strom ist, der ballert mich weg, aber ich springe über die Speere. Hallo, es gibt gar keinen Strom. Wähle den dritten Raum. Es gibt Nein, weil da ja kein Strom. Ja, sorry, ja. Aber dann mach halt nicht Strom dahin. Das naja, Paluten, okay, ich gebe dir recht. Das sah ein bisschen irritierend aus, weil die Dinger mit einmal auf Strom waren. Aber deswegen wurde es ja auch extra am Anfang nochmal so explizit penetrant deutlich erwähnt. Okay, aber machen wir weiter. Das war gemeint, das war ein Trick. Ein Stromschloss erinnert dich. Die Drähte werden dir nichts anhaben können. Mist. Ja, okay. Schon. Du entkommst aus dem seltsamen Schloss und stößt auf 3 Mischwesen. Der erste hat den Kopf eines Nashorns und den Körper einer Hornisse. Gefährlich. Der zweite hat den Körper eines Alligators und den Kopf eines Loris. Der dritte hat den Körper eines Ameisenbären und den Kopf eines Warzenschweins. Zweite, weil der hat einen gefährlichen Kopf. Und du musst gegen einen von ihnen kämpfen. Das Gefährlichste also, was denkst du? Am Krokodil. Gegen welche Kreatur hast du die besten Chancen? Ja, ja, das Zweite. Der hat ja das Gefährlichste am Krokodil ist ja das Maul. Und das wurde. Ja, das würde ich auch so sehen, eigentlich wie Paluten. Aber. Wartet mal, irgendwas war da doch. Ich glaube, wenn ein Insekt, also sowas wie eine Hornisse, einen so großen Körper hätte, wie. Dass es einen Nashornkopf tragen würde, das würde nicht funktionieren, weil irgendwie die Lunge denn kollabieren würde oder so. Aber in dem Moment würde ich sagen, du könntest mit 1 und 2 beiden aufnehmen. Sagen wir es mal so, das eine Tier würde gar nicht da rumhängen und mich mir den Weg versperren, so dass ich mit dem kämpfen müsste, weil es nämlich schon tot in der Ecke liegen würde. Und mit dem anderen könnte ich kämpfen. Also. Oder ausgetauscht gegen den Lyris. Ja. Der Warzenschweinkopf kann dich immer noch mit seinen Stoßen. Also das ganz klar, ja. Und der Alligatorenkörper kann dich mit seinem Schwanz ausschalten. Aber eine Hornisse, die groß genug ist, den Kopf eines Nashorns zu tragen, kann nicht überleben, weil der Sauerstoff nicht ausreicht. Ja, deshalb, sag ich doch. Da war doch irgendwie sowas. Also, der Schwanz von dem Alligator, ich habe so nie gehört, dass der effektiv eingesetzt wird. Akzeptiere ich nicht. Ist ein Punkt für mich. Und auch für euch. Na komm, Paluten, dafür geben wir uns keinen Punkt, aber wir akzeptieren diese Frage nicht. Du wachst in der Nähe der Kohlen deines Lagerfeuers auf. Ach so, es war ein Traum, ja klar. Du hörst einen Fluss in der Nähe fließen, hast aber leider keine Karte und weißt noch immer nicht, wohin du gehen sollst. Wie kannst du Zivilisation finden? Ich gehe geradeaus, bis ich irgendwo ankomme. Ich halte mein Handy entlang. Ich gehe am Fluss entlang. Ja, am Fluss lang geht es, klar. Oder ihr macht es so wie ich, ihr nehmt euer Handy, guckt drauf und guckt, wo das nächste Netz ist. Sobald ihr wieder Empfang habt, wisst ihr, ihr seid in der Nähe von der Zivilisation. Das geht nämlich auch. Nein, Spaß beiseite. Natürlich geht ihr am Fluss lang, weil früher wurden Zivilisationen immer an Flüssen gebaut. Und deswegen führen die meisten zumindest zu irgendeinem Dorf, zu irgendeiner Stadt, auf wenn man länger daran folgt. 7 Sekunden. Ich würde am Wasser entlang, aus dem einfachen Grund, dass für gewöhnlich Zivilisationen bzw. Dörfer und so weiter immer am Wasser gebaut wurden. Habe ich doch gerade gesagt. Sehe ich genauso wie Paluten. Das wäre meins. Da bin ich mit dir einer Meinung. An Flüssen liegen normalerweise Siedlungen. Wenn du geradeaus gehst, bringt dich das ins Nirgendwo oder du läufst im Kreis. Und Moos wächst normalerweise nicht immer auf der Nordseite eines Baumes. Nee, das stimmt, das ist ein Mythos. Nicht? Nein. 10. Du bist nicht besonders aufmerksam, während du flussabwärts gehst. Und ich falle rein. Oh, eine giftige Schlange hat dich ins Bein gebissen. Du kannst 1 von 3 Dingen tun, um dich selbst zu retten. Abschnüren. Was wird es sein? Ich nutze meinen Mund, um das Gift aus meinem Körper zu ziehen. Ich lege einen Druckverband an meinem Bein an, um zu verhindern, dass sich das Gift ausbreitet. Ich bleibe ruhig und lege mein Bein in eine lockere Schiene, um die Bewegung einzuschränken. Deine Sicht verschleiert. Beeil dich, du hast... Also, ich meine, ich hätte zuerst auch fast gesagt, von wegen Bein abschnüren oder Bereich abschnüren, so wie Paluten. Aber ich meine, irgendwann mal gehört zu haben, dass es mehr Sinn macht, sich möglichst wenig zu bewegen, wenig anzustrengen, weil dann verteilt sich das
Gift auch nicht so stark im Blut. Und man müsste, genau, man muss zusehen, dass die vergiftete Stelle unterhalb des Herzens bleibt, weil das Gift ja nicht so schnell hochgetragen wird. Also ich würde sagen, die dritte Antwort ist die richtige. Ich bin mir da aber nicht wirklich sicher. Das ist nur... eine Vermutung. Ich würde den Druckverband, ich würde das dicht machen. Das Bein dicht machen. Das Aussaugen, Junge. Versuche niemals den Mundtrick und lege bei einem Schlangenbiss niemals einen Druckverband an. Ich sterbe. Es ist am besten, den betroffenen Körperteil nicht zu bewegen und ihn unter der Höhe deines Herzens zu halten. Also war meine Vermutung doch richtig. Kleidungsstücke in diesem Bereich, bevor es zu einer Schwellung kommt. Okay. Gut. Zum Glück finden dich deine Freunde gerade noch rechtzeitig. Sie bringen dich zum Arzt und du erhältst 2 Tabletten mit einem Gegenmittel und 2 Tabletten mit einem Beschleuniger, der dazu beiträgt, dass das Gegenmittel besser wirkt. Du musst gleichzeitig eine Tablette mit dem Gegenmittel und eine mit dem Beschleuniger nehmen. Die übrigen beiden nimmst du 12 Stunden später. Ja. Du hast alle Tabletten in deine Tasche gesteckt und blöderweise haben sie sich tatsächlich vermischt. Ah, da gibt's doch einen Trick. Du kannst nicht alle 4 zusammen oder 2 Beschleuniger oder 2 Gegenmittel gleichzeitig nehmen. Was von tust du die also? Hälfte. Du hast 7 Sekunden, um ein... Ja, theoretisch wäre das eine gute Idee, wenn du weißt, auf der einen Seite hast du die einen und auf der anderen Seite hast du die anderen. Du weißt nur nicht mehr, welcher ist. Dann könnte das vielleicht funktionieren. Wenn du aber Hälfte, warte mal, wenn wir jetzt alle, das könnte ja sein, dass ich jetzt die 2 Hälften von den Beschleuniger aus Versehen zusammentue. Ich glaube, das ganz sicherste wäre eigentlich, wenn wir die Tabletten alle zusammen zu Pulverform zusammenstampfen. Also schöne Mörser, wie man auch gut mit Kräutern beim Kochen arbeiten könnte. Und dann quasi die Hälfte zur einen Zeit nimmt und die andere Hälfte zur anderen Zeit nimmt. Dann sollte man auf jeden Fall die Hälfte haben, bin ich der Meinung. Oder nicht? Vielleicht hast du ein paar Milligramm von dem einmal zu viel und einmal zu wenig, aber es dürfte, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Also das wäre denn, glaube ich, nicht das große Problem. Also wir wollen mal sehen, was die... Ich nehme von jedem die Hälfte. Dann habe ich alles. Ja. Das ist der Trick, oder? Male alle Tabletten, vermische das gesamte Pulver und teile es in 2 gleiche Teile. Sag ich doch. Jede Hälfte enthält die gleiche Menge an Beschleuniger und Gegenmittel. Tada! Hätte ich nicht auch jede durchbrechen können? Okay, wie hast du das gemacht? 0 bis 3 richtige Antworten. Ach so! Du Ach solltest so. Beim nächsten Camping nicht den Anschluss zu Punkte verlieren. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe 9 Punkte, ne? Hier auf der Sonnenseite findest du einiges an Übungen. 4 bis 7 Punkte. Ja. Nicht übel. Du hast einige Überlebensfähigkeiten, die dir in einer extremen Situation helfen können. Aber vielleicht solltest du dich nicht allzu weit von der Zivilisation entfernen. Nee, das sowieso nicht. Nur für den Fall. 8 bis 11 Punkte. Die Wildnis ist dein zweites Zuhause. Wenn ich mich jemals da draußen verlaufen sollte, würde ich dich zweifelsohne bei mir haben wollen. Okay. Ja, klar. Ich meine, aber was haben wir auch anderes erwartet? Ich bin, als Wolf sollte ich mich ja wohl in der Wildnis auskennen. Nein, ich halte das komplett für schwachsinnig. Also wenn ihr diese Rätsel lösen konntet, haltet euch nicht gleich für Survival-Profis. Wenn ihr das nämlich denkt, dann seid ihr größere Deppen als die Rätselsteller selbst manchmal, Also, von daher, lasst es lieber. Aber es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mir gerne auch ein Abo da lassen. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Euer Cooper, der Wolf. Au! Bye, bye!